Und ich sehe das überhaupt nicht ein, das Handtuch zu schmeißen. Ja? Das wollen, das hätten bestimmte Leute gerne, dass man das Handtuch schmeißt. Ne? Nee. Und gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass wir echt am Ball bleiben. Ja? Jetzt nicht wieder falsch verstehen, am Ball, ne? Aber die Wahrheit ist ein sehr großer Begriff. Nein, es ist kein sehr großer Begriff. Die Wahrheit ist das, was objektiv wirklich ist. Das ist die Wahrheit. So einfach ist es. Ja? Jeder Mensch hat seine eigene Wahrnehmung und die entsprechenden Interpretationen, die daraus resultieren. Ja? Aber die Wahrheit ist davon unberührt, denn die Wahrheit ist objektiv und in keinster Weise subjektiv. Ganz einfach. Deswegen warne ich auch vor Begrifflichkeiten, meine Wahrheit, deine Wahrheit. Eigentlich gibt es meine Wahrheit überhaupt nicht und deine Wahrheit auch nicht. Ja, es gibt nur die Wahrheit. Im Grunde genommen, wenn man es mal runterbricht auf die eigentliche Begriffsdefinition, dass sie das ist, was sie wirklich ist. Und egal, welches Wort ihr da jetzt benutzen wollt oder wenn ihr das nicht Wahrheit nennen wollt, sondern irgendeinen Fantasiebegriff oder was. Es geht halt einfach darum, das, was wirklich existiert, das, was so ist. Jetzt in Wirklichkeit eben, ne? Was wir auch vielleicht nie erfahren werden, das ist die Wahrheit. Hm? Ich würde sagen, die Wahrheit ist greifbar. Hm. Es gibt aber auch gewisse Sachen, was ist denn mit Gott zum Beispiel? Was denn, wenn Gott existiert? Der ist ja nicht wirklich greifbar. Zumindest nicht für mich. Weil das ist ja schon etwas Übersinnliches, ne? Das schreibt der Music Bar, bist ein Flachheadler. Nein, ich bin kein Flachheadler, ne. Music Extra. Ich habe übrigens noch nicht einen einzigen Beweis gesehen für die flache Erde. Es gibt ja Videos, da sind angeblich 100 Beweise drin. Und ich habe auch noch nicht einen einzigen Beweis gesehen für den Globus. Jedenfalls nichts, was nicht auch irgendwie manipuliert sein könnte oder wo man vielleicht von falschen Konzeptionen ausgeht oder so immer, ja. Wie gesagt, Leute, wenn ich mal da hochgeflogen bin oder was irgendwann und dann die Kugel gesehen habe, dann ist okay. Ja? Insofern das dann keine Illusion wäre, sondern wirklich echt, dann sage ich schon. Ne? Aber wie gesagt, und ich kann euch auch was sagen in Bezug auf die flache Erde. Ne? Es gibt nämlich einen ganz wichtigen Punkt, ne? Der eigentlich kaum beachtet wird von Leuten. Ne? Aber ich sage euch was. Denn ich meine, natürlich ist die Erde augenscheinlich flach. Ja? Ich habe aber noch nirgends eine Krümmung gesehen. Da stimme ich den Flacherdlern auch voll und ganz zu. Das Problem ist nur mal angenommen, die Erde wäre annähernd flach und es gäbe quasi eine Krümmung, die so minimal wäre, dass sie schon echt kaum noch messbar wäre. Ja? Nur mal angenommen. Ja, dann wäre es aber trotzdem keine flache Erde. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist halt schwierig, weil es ja auch eine ganz, 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 ganz minimale Krümmung geben könnte. Ja? Also deswegen ist es halt schwierig. Was natürlich viel einfacher ist, Widersprüche nachzuweisen, zum Beispiel was den Globus angeht oder so. Ja? Wobei ich mich relativ wenig damit befasst, aber guckt euch irgendwelche Flacherdler an, ja. Ich bin auch alles andere als überzeugt von diesen Sachen, ne? Wie gesagt, das ist halt einfacher zu falsifizieren, als zu verifizieren in dem Fall, ne? Und eine Sache habe ich mir schon mal überlegt, ne? Und zwar, es heißt ja immer wieder, mit der flachen Erde wird benutzt, um Leute zu spalten oder so immer, ne? Das könnte sogar zum Teil stimmen, aber selbst, jetzt passt auf, selbst wenn wir tatsächlich auf einer flachen Erde leben würden, könnte es trotzdem zum Teil sein, weil man das vielleicht wirklich reingeschmissen hat, das Thema. Nur mal angenommen, die Erde wäre flach und die wüssten das auch. Ja? Dann ist es aber trotzdem eine Sache, die halt trotzdem zum Teil schwer zu verifizieren ist. Allein schon, weil es eine minimale Krümmung geben könnte, das, was ich vorhin genannt habe, die kaum messbar ist. Ja. Und klar, dass es da Befürworter, Gegner gibt und bla bla und dass sich die Leute dann primär damit befassen.
Und das ist ja auch ein wichtiges Thema, die Weltbilddiskussion, jedenfalls mal in meinen Augen. Ja? Weil es ein Opener sein kann. Nur, wenn man dadurch dann andere wichtige Sachen, zum Beispiel gewisse Grundprinzipien zu erkennen, vernachlässigt, dann ist schlecht. Und das ist nämlich, könnte nämlich bei dem einen oder anderen der Fall sein. Ja? Wie gesagt, kann trotzdem stimmen, aber eben doch für Unruhe zu sorgen. Ne? Wäre trotzdem eine Möglichkeit. Also schließt sich nicht aus. Ne? Muss jetzt aber nicht so sein. Ne? Also ich habe mir das halt nur mal überlegt. Gibt es jetzt mit Sicherheit viele, die dann sagen, nö, das kann gar nicht sein. Ja, ich bin aber auch kein Flacherdler. Ne? Ich finde sowieso, was hier die flache Erde angeht, habe ich irgendwie das Gefühl, das ist ziemlich tot hier im deutschsprachigen Raum. Ne? Vielleicht kann sich noch der ein oder andere daran erinnern, dass ich mir angeboten habe, hier eine entsprechende Sendung zu machen oder sogar eine Sendereihe zur flachen Erde. Aber da haben sich doch kaum Leute gemeldet bei mir, außer hier Sinnwelle TV. Ne? Ja, und von dem habe ich in letzter Zeit auch nichts mehr gehört. Also, Flo Plus, wie sieht's aus? Chaos Stream 3. Schreibt mal was im Chat. Aber wie gesagt, wann der kommt, Leute, ne, steht wirklich in den Sternen. So ein bisschen wie mit Half-Life 3. Ne? wie oft denn noch? Schau dir meine Videos an. Ja, aber Flo Plus, ich hab schon einiges gesagt dazu. Ich will das so nicht nur wiederholen. Ja? Und übrigens wäre doch ein schöner Aufhänger, finde ich, für die erste Folge auch mit diesem kühlen Mondlicht. Da habe ich doch schon mal einiges aufgegriffen, Flo Plus, und das könnte man doch dann besprechen in der ersten Folge. Aber ich würde eh da anders rangehen. Verstehst du, Flo Plus? Ich bin ja auch nicht so wie deine anderen Gesprächspartner, die du da zum Teil hast. Ja? Aber ich glaube, das ist dir schon klar. Ne? Reißerischer Vogel mit einem... Und da könnten wir doch dann auch mal schön... auch einen Kurs geben in Rhetorik dann, ne? Nebenbei. Und einige Sachen noch benennen. So. Reißende Vogel, blablabla. Übrigens, Flo Plus, kannst du dir mal Gedanken machen, ob dein sogenanntes Mondlichtexperiment wissenschaftlichen Kriterien standhält. In Bezug, wie Experimente auszusehen haben. Nur mal so ein kleiner Hinweis. Ich sehe das übrigens schon als eine Art von Verhöhnung, aber ich... Für mich ist ein kompletter Kanal eigentlich Verhöhnung für die Leute. aber wenn sie es nicht schnallen oder sowas, ja, mein Gott, verstehst du, Flo Plus, das sind echt Leute, die, also nur mal angenommen, du bist jetzt der Wolf, ne? Und das sind Schafe, die teilweise noch hinkommen und dann halt denken, ach, mit dem Wolf kann ich doch reden, der wird mich nicht fressen. Ich kann diese Leute kaum noch bemitleiden, Flo. Ja, also, es tut mir wirklich leid. Nee, es tut mir eigentlich nicht leid. Ja. Ich finde, sie machen es dir aber auch echt zu einfach. Ja? Aber wie gesagt, falls ich jemals hier meine Sendereihe rausbringe, aber da muss ich vorher mal die Leute ein bisschen briefen, glaube ich, die Flat Earther, die da drin sind, dass sie da auch mal ein bisschen erkennen, so ein paar Sachen. Wenn sie sagen, das wäre nicht wichtig oder so, oder oh, bla bla bla, dann werde ich die Sendung nicht machen. Ja? Hypothesen, die nicht funktionieren, mit denen man nichts beistellen kann und die nicht mal irgendein Modell haben und damit zu arbeiten, sind eh verdammt irgendwann zu verschwinden. Außerdem der Glaube. Mal sehen, wie du richtig erkannt hast, ich bin kein Freund des Live-Zeugs. Ja, aber warum machst du es dann? Flo, ich glaube dir das. Das ist ein Ding, das glaube ich dir echt, dass du da nicht so Bock drauf hast. Ich habe nicht das Gefühl, dass du da in deinem Element bist. Warum machst du das dann? Das würde mich mal interessieren. Zombie in der Drogenapokalypse, Let's Play, warum hängst du dich immer an diesem Experiment auf? Widerlege doch mal Punkt für Punkt, was Flo Plus sagt. Das hat doch kein Flacherdler geschafft. Ohne sich zu teil zu blamieren. Können wir uns dann gerne mal in der Sendereihe damit befassen. Da werde ich mal ein paar Dinger aufführen. Wobei ich schon gerne auch Flacherdler hätte, die da mal ein bisschen was bringen. Ne? Weil ich ja doch nicht gerade die super Expertise auf diesem Gebiet habe. Was ich auch nie behauptet habe. Ne?
Aber es ist schon interessant, dass sogar mir gewisse Sachen auffallen, ne? Und ja, teilweise, weißt du, was du nicht mal die Flat Earther schneiden. Total. Das ist echt übel. Für mich ist das eh größtenteils ein riesengroßer Zirkus. Nicht nur die Truther-Szene, sondern auch die Flat Earth-Szene. Ja. Also Leute, und glaubt jetzt nicht, dass Leute, die hier, da könnt ihr dann einen Kugelerdler haben und einen Flacherdler und die sind total verfeindet. Ja, aber guckt mal ein bisschen weiter nach oben. Hm? Und da führt doch wieder alles zusammen. Das ist total geil. Ne? Was, Papa Lech zwingt ihn? Dann also überzeugt mal keine potenziellen Gäste, was? Na, was im Ernst, könnte es eventuell an deiner überheblichen und arroganten Art liegen, warum sich niemand bei dir gemeldet hat, wegen eines FE-Streams? Das ist doch schon eine Fangfrage. Ja? Wenn ich jetzt sage ja oder nein, dann würde ich ja quasi meine überhebliche und arrogante Art bestätigen. Ich glaube, so überheblich und so arrogante Art ist meine. Arrogant ist meine Art gar nicht, wie es manche vielleicht darstellen wollen. Wie schnell rotiert die Erde in 24 Stunden und wie oft? In 365 Tagen. Wie schnell die Erde in 24 Stunden rotiert? Ja, einmal, oder nicht? Gemäß Kugelmodell. Ne? Und dann 365 Mal in 365 Tagen? Hm? Würde ich jetzt sagen? Welche Mischung von Materie zu Antimaterie braucht man, um einen 7-stündigen Flug mit Warp 8,5 hinzulegen? Ja, eine Mischung 1:1, weil sie immer 1:1 ist. In der Welt von Star Trek. Das war nicht nur eine Fangfrage, die sie meinem Wesley Crusher gestellt haben bei so einer Aufnahmeprüfung. Nein, nein, nicht du musst beweisen, dass das, was du bloß sagt, falsch ist, sondern er muss das beweisen, was er sagt. Und die Mathematik ist kein Beweis. Reißerische Vogel, oder? Wie gesagt, Leute, ich hab's euch gesagt, Sendereihe zur flachen Erde, wenn interessante Leute reinkommen, können auch gerne Leute reinkommen, die noch unbekannter sind, ne? Aber ich hätte schon gerne Leute, die ein bisschen logisch argumentieren und ich finde, der Sinnwelle, der ist gar nicht so schlecht, nur ein paar Prinzipien, die hat er eventuell ich stufe da, glaube ich, als viel unwichtiger ein, als sie eigentlich sind. Und da sehe ich die Gefahr, dass er dann doch Opfer werden könnte von gewissen Tricks, die man so anwenden könnte, rhetorisch, ne? Und da müsste ich ihn halt vorher noch ein bisschen briefen, glaube ich. Aber ansonsten wäre das ein sehr interessanter Gesprächsgast für sowas. Aber ich glaube eh nicht, dass er die Wichtigkeit erkennen wird und deswegen wird wahrscheinlich nichts raus. Und vielleicht irre ich mich ja auch komplett und er hat die Wichtigkeit erkannt und ihm ist alles klar, das wäre natürlich noch viel besser. Man kann ja an die flache Erde glauben, aber wenn man kein Modell hat, keine Berechnung gemacht hat, keine Vorhersagen, das hatten wir doch alle schon. Reißerische Vogel, was ist denn das für eine Frage einmal in 24 Stunden? Mhm. Leute, ich will jetzt hier nicht wieder eine flache Erde-Sendung machen. Also. Aber Flo Plus, wenn ich hier mal eine flache Erde-Sendung mache, da könntest du doch reinkommen. Was hältst du denn davon? Das wäre auch bestimmt interessant. Es wäre auch für die Zuschauer interessant, verstehst du? Ich gucke dann immer so ein bisschen, was der Flat Earther alles bringt und ich hätte gerne, dass der natürlich viel im Repertoire hat, natürlich auch die Kugelerdler, ne? Und dann, ich würde dann aber auch, das würde ich aber vorher klarstellen, dann auch ab und zu mal was einwerfen oder so, ne? So quasi als Bonus, das eine oder andere, falls es vergessen würde. Was ein Beweis ist? Let's Play, was ist ein Beweis? Na, ein Beweis ist eine unumstößliche Feststellung, oder nicht?
Es ist nur so und kann nicht anders sein. Das ist ein Beweis, oder nicht? Und wenn es noch immer noch andere Erklärungsmodelle gibt, dann, oder Erklärungen für einen gewissen Sachverhalt, dann ist es kein Beweis, sondern nur ein Hinweis. Und was ich häufig sehe, was hier immer als Beweis für die flache Erde deklariert wird, sind für mich Hinweise für eine flache Erde, aber das sind für mich keine Beweise größtenteils. Aber wie gesagt, wir können uns hier Experten reinholen auf dem Gebiet und das bin ich ja nun wirklich nicht im Bezug auf die flache Erde. Man möge mir jetzt auch verzeihen, ja, wenn ich da vielleicht das eine oder andere nicht richtig erkannt habe. Wir können gerne hier reinkommen, Astro-Toni kann gerne die Sendung rein, wer auch immer. Ja. Muss ich gucken. Ich hätte nur gerne, dass da auch was Sinnvolles dabei rauskommt. Aber ich denke, diese Sendereihe wird sowieso nicht stattfinden, weil sich die Leute nicht melden werden. Ja. Das wird halt nichts draus. Aber beschwert euch nicht drüber, dass die flache Erde tot ist, weil hallo, ich würde ja was machen. Ich würde auch andere interessante Sendungen machen, aber so bringt es ja nichts.